So, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Und dann gehen wir jetzt mal da rein. Da können wir so ein paar Sachen noch mitnehmen. Da hat man ja jetzt gewartet gehabt. So, und haben jetzt natürlich soweit alles mit. Ich hoffe, der kommt jetzt an uns soweit nicht mehr ran, dass das Tor hier aufgeht. Da wollen wir nämlich durch. Vielleicht müssen wir da auch tatsächlich oben warten. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, da können wir nämlich jetzt dann die restlichen Helme noch mitnehmen. Nämlich auch noch so ein paar Sachen. Und dann haben wir soweit jetzt eigentlich alles gesammelt. Das heißt, jetzt können wir den Rest hier einsammeln gehen. Holen uns die Rolle. Gut, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Ausgelöst der Alarm, wir haben aber auch nicht viel. Das heißt, es gibt keine Bonuspunkte. Ich habe gewonnen. Jetzt heißt es Blech. Helmemäßig hätten wir soweit eigentlich alles gehabt, aber okay, man sieht, auf Gold haben wir es nicht geschafft. Das heißt, umso weniger Alarme, umso besser. So, die Mission Empfangsbestätigung ist jetzt verfügbar. Okay, wissen wir da Bescheid. Wo wir die annehmen können, gute Frage. So, was ich rieche. Gucken wir mal ganz kurz hier. Wird wahrscheinlich so eine Nebenmission sein, gehe ich mal davon aus. Gibt auf jeden Fall hier Nebenmissionen, und zwar haben wir hier einmal Mission Miraculix, Lichtung und Dorf. Über die natürlich jetzt auslösen müssen wir halt dann mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall Reise, wir sind jetzt noch in Gallien. Zwei Würfel fehlen uns noch, Lager haben wir jetzt soweit 50% fertig, Nebenmission haben wir jetzt gar keine bis jetzt gemacht. Dann machen wir die natürlich alle mit dem Zaubertrank schwind. Da geht es nämlich fix. Nom nom, nehmen wir das auch mit. Gucken jetzt mal, ob wir hier irgendwas machen können. Nö, tatsächlich nicht, aber hätte ja sein können. Gehen hier noch entlang. Da sind natürlich noch Kisten, die nehmen wir natürlich mit. Kisten sind immer fein. Achten natürlich auch immer so ein bisschen auf den Idefix. Wir wissen ja nicht, wo dann zum Beispiel wieder ein Knochen ist, wo er anschlägt. Die müssen wir nämlich auch noch sammeln. Helme haben wir auf jeden Fall jetzt wieder ein paar zusammen. Das heißt, wir können auf jeden Fall wieder eine Verbesserung kaufen. Das ist immer sehr gut. Haben das natürlich auch auf. So. Gelobet sei der Hinkelstein an der Stelle. Mal wieder Zaubertrank, das ist sehr nice. Da rennt, huch, da rennt ein Wildschwein. Nein. Darauf wäre ich tatsächlich gar nicht gekommen, dass hier Wildschweine sind. Das ist immer das ganz Witzige bei den älteren Spielen, sag ich mal. Das ist ja in dem Sinne auch ein älteres Spiel, ist ja kein neues, ist ja eigentlich nur eine neue Auflage, also sprich mit neuerer Grafik. Dass die halt immer dieselben Sätze so vor sich hin babbeln, ne? Na, dann das kommen wir wieder nicht ran. Das ist halt ich denke mal, dazu brauchen wir dann vielleicht den Feuer oder das Feuerelement, um das eben hier nutzen zu können. Können wir jetzt noch nicht.
Also, jetzt wollte ich den schon angreifen, aber der ist ja gut, der tut uns nichts. Wir können jetzt im Prinzip hier noch ein bisschen die Kiste hier mitnehmen. Und gehen zurück zum Bar. Ich mach mal als erstes, du bist nämlich ganz nervig mit deinem blöden Bogen. Oh. Alle Gallier soweit. Gallier, sei schon, alle Römer soweit umgeschubst. Sag schon, Gallier hier, ganz verwirrt. Was ich ein bisschen schade finde, ich denke mal, dafür ist es halt auch gedacht, dafür, dass man halt hier vieles alleine macht, also sprich, jetzt hat in dem Part. Bin ja jetzt gerade Asterix und von Obelix nicht so wirklich Hilfe bekommt, liegt aber, denke ich, einfach mal daran, dass es Koop machbar ist und man das rein theoretisch natürlich auch zu zweit spielen könnte. Da muss ich mal gucken, vielleicht können wir ja da mal so ein kleines Special noch mal machen, dass wir ein Video machen, wo wir jemanden als Koop-Partner mitnehmen. So, und dann nehmen wir jetzt mal kurz den Zaubertrank, da geht das fixer, bis die hier weg sind, damit die mich hier mal nicht so belästigen. Aufgeräumt. Da geht's wieder zurück. Da ist das Helmchen wieder. Jetzt dürfen wir eigentlich gleich wieder im gallischen Dorf sein. Ja genau, da müssen wir wieder über die Dings springen. Das vermisse ich tatsächlich, weil im XXL2-Teil, da hat man die Möglichkeit gehabt, dass man eben halt mit X hat springen können. Das hast du hier überhaupt nicht. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd gemacht, muss ich tatsächlich sagen, dass man hier mit dieser Taste so ein, ja, Übersprint-Ding machen muss, aber halt nicht wirklich richtig springen kann in diesem Teil, weil... Tatsächlich drücke ich sehr oft auch mal die X-Taste, einfach weil ich irgendwie aus Reflex immer springen möchte. Ein bisschen doof gemacht, auf jeden Fall. Ah, da haben wir die Nebenmission. Haben wir die auch entdeckt? Wie tun wir denn das schwarze Hühnchen füttern? Vielleicht muss ich das auch da einfach runterjagen. Ich probier's mal. Na, na, na. Na komm. Wahrscheinlich auch aufpassen, dass wir kaputt machen. Du bist dran, Asterix. War jetzt ziemlich close, also fast hätten wir es, glaube ich, mit zerditscht.
Muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh. Und ich denke mal, umso weniger Schaden das Huhn bekommt, umso besser läuft's für uns. Aber Mission war auf jeden Fall erfolgreich, die haben wir schon mal abgeschlossen. Erst eine haben wir, zwei hätten wir noch, war Mission Lichtung und Mission Miraculix. Wir geben jetzt aber erstmal unsere Bootsmission, glaube ich, ab und dann können wir immer noch gucken. Da wäre die Mission, oder sollen wir die jetzt noch tatsächlich dazwischen machen? Was mein... Ich weiß halt nicht, wenn man jetzt halt im Prinzip dahin gehen, ob man auch komplett gleich abschließt. Ich werde es jetzt einfach mal abgeben, eventuell kann ich mich dann noch frei im Dorf bewegen. So, und da werden wir auf jeden Fall erstmal hier das verbessern, auf jeden Fall. Die beiden hatten wir ja uns gekauft, ansonsten den hier können wir auch nochmal verbessern. Fehlt uns da nur noch das eine und das ist ja sowieso dann Asterix. Und nach der Westküste von Hibernia nehmt weiter Kurs nach Norden und folgt dem Sternbild des Schwans. Vielen Dank für die Wegbeschreibung, Miraculix. Fassen wir zusammen. Ein gültiger Bootsschein... Ein Boot, eine Fahrt nach Thule und zwei Passagiere. Ein dicker, ein kleiner und ein Handgepäckstück. Ein dicker? Der hat wohl einen Knick in der Pupille, Asterix. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, mit ihm zu fahren. Aber nein, du bist kein Handgepäckstück, Idefix. Der Händler hat einen Knick in der Optik. Gallia, die Formalitäten sind geklärt. Ihr könnt an Bord gehen für eure erste kostenlose Überfahrt. Los, komm, Obelix! Auf Wiedersehen, meine Freunde! Bis bald! Passt gut auf euch auf und vor allem auf den Hinkelstein. Ach, das bricht mir jedes Mal das Herz, sie wegfahren zu sehen. Möge Teutates euch beschützen, meine Kinder! Knebeln wir also den Barden. Die beiden brauchen gnädiges Wetter. Alles klar. Und so begannen unsere Helden ihre Reise gen Norden. Auf der Seeroute, die Miraculix ihnen beschrieben hatte. Sie schifften die Küste Hibernias entlang, grüßten höflich zwei oder drei römische Galeeren, die ihnen unterwegs begegneten, und setzten ihre Fahrt hoch in den Norden fort, bis zum weit entfernten, sehr weit entfernten Thule. Ich denke mal, wir haben gerade Kapitel 1 abgeschlossen. Insgesamt gibt es ja 6 Kapitel, also im Prinzip sind wir jetzt bei Thule, das ist Kapitel 2. Tyros folgt noch, Kreta, Rom und Rettung des Dorfes. Den ersten Part haben wir schon geschafft. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob wir wirklich alle Nebenmissionen oder so machen müssen. Ich werde sie einfach mal mitmachen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir nicht super heiß darauf waren, diese Reise anzutreten. Versuchen wir mal jemanden zu finden, der uns weiterhelfen kann. Ich warte hier auf euch, Gallia. Ich lasse mein Boot nicht gerne unbeaufsichtigt. Willst du, dass ich die Römer dort drüben mal frage? Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall alle Lager mit Goldmedaillen noch abschließen. Das machen wir bei eher dann auf leicht. Da ist es dann doch besser machbar, als wenn wir es auf schwer machen. Selbst für Römer. Oder wir machen es auf normal. Und da sind wir schon im nächsten Part. So, da haben wir wieder 5 Knochen. Wir haben 3 von den Würfeln und wir haben 16 Lorbeerkränzchen. Könnten natürlich jetzt hier auch reisen, also sprich von links nach rechts. Lager haben wir 50%, das heißt, wir haben noch nicht mal alles komplett fertig. Und jetzt machen wir mal hier in Thule weiter. Das werdet ihr bereuen, beim Jupiter! Hey.
Okay, jetzt haben wir ein Problem. Was wurde zerbrochen? Das war jetzt nicht geplant. Ich glaube, da machen wir sogar tatsächlich Zaubertrank-Action. Gut. Da sind wir nun auf der Das können wir jetzt mal überspringen, hat man uns ja gerade angehört. Und ich habe keinen Angriff, weil ich als Junge dann gefallen bin, dass ich weiter und so weiter. Das werdet ihr bereuen! Beim Jupiter! Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Und ihr lasst das Fass jetzt mal in Ruhe. Zwei sind's noch, gleich haben wir's. Sehr schön. Fass beschützt. Dank, Aufgabe abgeschlossen. Und ich bin der Häuptling des Dorfes. Denkst du, dass alle ihre Häuptlinge Fässer tragen, Asterix? Nein, ich denke, er nimmt es, um sich zu beschützen, Obelix. Und bist du ganz allein in deinem Dorf, Häuptling des Dorfes? Seitdem unsere große Priesterin gefangen genommen wurde, finden keine Opfergaben an die Götter mehr statt. Die anderen Dorfbewohner und ich fürchten den Zorn Thors und dass wir vom Blitz getroffen werden. Deshalb verstecken wir uns. Mein Freund und ich sind genau deshalb hergekommen, um eurer Priesterin zu helfen. Wir suchen ein Kristallfragment, das sie aufbewahrt hat. Ah, es ist sicherlich in der Nähe unseres Dorfes im Tal. Das Problem ist nur, dass auf dem Weg dorthin Römer sind. Ich wüsste nicht, warum das ein Problem sein sollte. So, und jetzt müssen wir zu Larsen im Dorf zurückkehren. Gehen wir aber erstmal hier runter und werden auch hier die Sachen einsammeln. Vor allem auch den Zaubertrank da mitnehmen. Und die Römer da oben werden wir auch noch verhauen. Immer durch. Bogenrömer da weg. Und schön die Helmchen sammeln. Können wir jetzt die ganzen Kisten da noch mitnehmen. Weil wir brauchen ganz, ganz viele Kisten. Wir müssen ganz viele von denen ja auch sammeln. Einfach um uns auch hochzuleveln. So, und dann können wir weiter. Gehen wir mal ins Dorf. Was wir hier auf jeden Fall haben, das hat man im letzten Teil zum Beispiel nicht. Wir haben hier eine Wegvorgabe, wo wir entlang. Oh. Da ist er doch, der Knochen. Du bist dran, Asterix. Da nehmen wir das Wildschwein mit. Leben ist immer wichtig. Da oben ist mehr Leben. Sehr schön, sind wir wieder voll mit dem Leben. Asterix, mir ist kalt. So, da geht's zum Dorf und da sind die Römer auch schon. Oh, der eine ist gleich instant umgefallen. Der Schlag tut wohl weh. Da sind noch ein paar Helmchen. Den kriegen wir leider nicht klein. Vielleicht können wir auch das Teil... Oh, können wir. Sehr schön.
Einfach mal probieren, dann geht das schon. So, den Helm nehmen wir noch mit. Weiter geht's. Also wenn man hier ganz gut mit den, sag ich mal, Attacken arbeitet, geht es schon ganz gut. So, du kommst da mal runter, Kamerad. Du bist dran, Asterix. Da haben wir noch so einen Kameraden, den können wir auch gleich mal runterholen da. Bogenheini noch kaputt. Die sind echt ein bisschen nervig, die Bogenleute da, weil die halt doch, sag ich mal, auch Reichweite haben, um an dich dran zu kommen. Da ist das ein bisschen störend, aber ist alles gut machbar. Jetzt auf jeden Fall erstmal zum Dorf finden den Weg. Denk mal so. Oh, jetzt haben wir was Neues. Diese neu. Hatten wir vorher noch nicht. Oh, da müssen wir aufpassen, da zieht es uns nämlich runter. Umgebaut, Asterix? Es scheint so, Obelix. Das Schöne ist ja, dass sich die Energie auch wieder auflädt. Da ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir durch die Gegend rutschen auch. Aber ist ganz gut machbar. Bleibst du stehen, du Wildschwein? Ah, jetzt haben wir den Helm natürlich versemmelt. Schön. Da haben wir noch sowas. Und da ist natürlich der heißgeliebte Zaubertrank. Hier unten gucken wir jetzt noch, ob wir irgendwas haben. Ich denke aber nicht. Nee. Hätte ja sein können. Kann man ja mal probieren. Der Idefix da hier gerade gebellt, ja. Also ist hier doch was. Dann ist hier doch was. Okay, hier ist kein Knochen. Da ist auch kein Knochen. Da wohl doch da oben. So. Eigentlich immer so an dieselben Stellen. Gar nicht, jetzt finden wir den Knochen hier nicht. Ah, da ist er. Du bist dran, Asterix. Hab ich da nicht sogar draufgehauen? Hm. Jetzt hier noch über die Brücke.
kann man natürlich da auch runterschubsen, das ist sehr nice. Ach, weg mit dir. Mit dem Eis ist halt schon ein bisschen schwieriger, sag ich mal, die Gegner hier kaputt zu machen, weil es doch ein bisschen ach rutschig hier ist, aber es ist machbar. Also man kriegt's hin, wenn man natürlich auch. Sonst haben wir natürlich keine Ausdauer mehr. Nee. Bleibst du da? Also ich mache die tatsächlich lieber auf dem normalen Schnee kaputt, als halt auf... Oder er ist weg. Er ist auch weg. Da ist noch einer. Ich habe halt immer ein bisschen, sag ich mal, Muffe, dass ich da einfach mal runterfliege. Wäre nicht so geil. Bist du sicher, dass hier Leute wohnen? Asterix. Oh, da ist ein Krönchen. Also ich finde, das schaut schon fast aus wie die Mine, wo man dann nachher eventuell hin. Kann mir nicht vorstellen, dass die direkt im Dorf dann ist. Alle hübsch runterschubsen, natürlich nice. Dann nehmen wir jetzt natürlich wieder Asterix, da können wir dann einmal drüber. Müssen jetzt warten kurz. Vor allem müssen wir jetzt auch gleich vorsichtig vorgehen, wir haben halt nicht mehr so viel Leben, wir haben noch zwei. Das ist nicht sehr viel. Aber da liegt ja auch schon wieder ein bisschen Leben, das ist natürlich nice für uns. Ah. Okay, der ist weg. Das war jetzt sehr close, also mit einem Leben hier noch. Nom nom. Okay. Oh. Es ist komisch, als hier weht's halt auch wieder durch die Gegend. Die Sonne ist da, aber sie wärmt nicht. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ein bisschen nervig, wenn man, sag ich mal. Kommen wir dazu gar nicht drauf. Hier rüber? Ne?
Da. Hallo, Spiel? Jetzt irgendwie Spiel hat einen Freeze, das wäre jetzt echt hart. Sieht da noch aus. Sehr uncool. Jo Leute, an der Stelle würde ich sagen, stoppen wir mal. Ich gucke, ob ich das Problem beheben kann. Ein bisschen uncool gelaufen. Sind sowieso wieder bei den 30 Minuten. Dann hoffe ich, das Video hat euch soweit gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Video.